Hallihallo, heute wieder ein kleiner Tipp zu Audacity. Letztes Mal haben wir ja gelernt, wie man Musik irgendwoher bekommt, zum Beispiel aus dem Radio aufgenommen oder so, oder ganz woanders her, Internet. Jedenfalls gucken wir uns heute mal an, wenn man so aufnimmt, ja, stundenlang, dann hat man mehrere Lieder. Und diese mehreren Lieder, die möchte man trennen. Ja, jetzt habe ich hier eine Aufnahme, die ist jetzt mal fürs Demo. Paar 20 Minuten lang, ja, 22 Minuten. Man sieht, da gibt es so mehrere Abschnitte. Gut, jetzt könnte ich mir die einzeln rauskopieren, ist ein bisschen lästig, und die dann einzeln irgendwie gucken, wegspeichern. Ne? Da ich die einzelne Musik, ne? Zwischendurch hat es vielleicht noch Staumeldung, dass es keine Staus mehr gibt, weil alle Flüchtlinge die Baustellen in Deutschland schon repariert haben. Ja, alle 20.000 Baustellen, 20.000 Flüchtlinge. Ja, jedenfalls wollen wir jetzt das trennen. Wie tun? Wir zoomen uns dann mal an so eine Stelle ran. Gut, das Ding ist jetzt ein bisschen länger. Ne? Hier unten hat man so einen Rollbalken, kann man ein bisschen sich vortasten, wo man so ist. Vielleicht mal bei 0 anfangen und gucken, da ist irgendwas Aufregendes. Ne? Das erste Lied war vielleicht schon bei einer Minute zu Ende. Ja, das ist. Gut, das könnte man erstmal noch vielleicht noch weglöschen. Nach 45 Sekunden, Bums, ne, da geht das erste Lied los. Und sagt man, ja, jetzt blende ich nochmal schön ein, Effekt einblenden. So. So, jetzt ist der Start schon mal gut und hinten wäre es jetzt auch schon okay. So, und jetzt hier sieht man ja, hier tut sich was ganz furchtbar Aufregendes. Da war ganz offensichtlich erste Lied zu Ende. Erste Lied ist da, also man hört also dann mal rein, ne? Und dann ist vielleicht Staumeldung. Ne? So, und jetzt ist man an genau der Marke, wo das Lied zu Ende ist und drückt Steuerung B oder aber Spuren, ja, Spuren, jetzt spurt doch mal, ja, da sind wir bei der Autobahn oder Flüchtlingen. Textmarke bei Auswahl hinzufügen, Textmarke bei Auswahl hinzufügen. Ctrl B, ne, für die englischsprachigen Flüchtlinge oder Steuerung B für Deutschland. So, und dann sieht man, hier unten hat man noch so eine Textspur. Da ist schon mal markiert. Ne? Angenommen, da wäre jetzt keine Staumeldung, das Le nächste Lied geht hier direkt los. Die Staumeldung hätte vielleicht schon gelöscht. Und hier wäre meinetwegen wieder irgendwie undefiniert, so schlecht zu erkennen. Meinetwegen, da war bestimmt das andere Lied zu Ende und da geht es bestimmt schon heftig los mit dem nächsten Lied. Zum Beispiel entfernen drücken, ne? Das da ein Stückchen rauslöschen. Kann man auch über bearbeiten, löschen, ne? Löschen das Stückchen raus und dann entsprechend da so ein bisschen blenden. Ne? Blenden wir mal aus. So. Hier wäre das eine Lied zu Ende, Effekt. Ausblenden. Und das nächste Lied fängt da an, ne? Also wenn das so ein bisschen undefiniert losgeht. Ne? Und immer dann Zeitindex gucken, über wie viele Sekunden, so 5 Sekunden oder so, wäre eigentlich ganz okay. Ich mache das jetzt einfach hier frei Schnauze, Effekt einblenden. So, ne? Und genau an der Stelle, wo das hier so ist, wieder Steuerung B oder Spuren. Textmarke bei Auswahl hinzufügen. So, jetzt haben wir mal drei. Das soll jetzt mal fürs Demo genügen. Wir haben jetzt also unser Lied mit drei von denen Textmarken versehen. Ne? Sieht man da eine, zwei, drei Textmarken und dann Datei. Und dann mehrere Dateien exportieren. Shift-Control und L könnte man auch noch. Ne? So. Und dann sieht man, da habe ich schon mal was gehabt. Exportverzeichnis wollte ich ganz schnell löschen. Also Tunnel Transfer. Gut, also jedenfalls hat man das Verzeichnis und kann jetzt zu jeder MP3-Datei noch sagen, der erste Künstler. Das ist Spur Nummer 1 dann. Ne? Das ist unsere Textmarke 1, der erste Abschnitt meinetwegen. Ne? Umbenannt 1 oder so. Speichern das zweite Lied. Speichern das dritte Lied. Und dann geht das furchtbar los mit dem Speichern. 01 umbenannt. Ne? Da hatte ich schon eingestellt 320 Kilobyte pro Sekunde, Kilobit eher gesagt. Und da das jetzt ein bisschen länger dauert, weil die Musik ein bisschen länger ist und mein PC nicht so schnell ist, machen wir an der Stelle mal wieder Schluss. Schluss damit. So.
Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Schluss. Tschüss.